Vorhang auf für die Europawahl. Den Anfang des viertägigen Wahlverfahrens machen die Niederlande. In einigen Mitgliedstaaten wird die Wahl sogar an mehreren Tagen stattfinden. Etwa in Tschechien, wo am Freitag und Samstag abgestimmt werden kann. Irland und Italien gehören auch zu den Ländern, in denen früher gewählt wird. Beim Großteil der europäischen Mitgliedstaaten öffnen die Wahllokale aber nur am Sonntag. Die Europawahl findet alle 5 Jahre statt und ist die größte transnationale Wahl der Welt. In diesem Jahr ist es die 10. Parlamentswahl seit den ersten Direktwahlen im Jahr 1979 und die erste Wahl nach dem Brexit. Was Anpassungen mit sich brachte, dieses Mal werden insgesamt 720 Abgeordnete in das Europäische Parlament gewählt. Kleinere Länder haben weniger Abgeordnete als größere Länder. Die Abgeordneten aus größeren Ländern vertreten daher mehr Menschen als ihre Kollegen und Kolleginnen aus kleineren Ländern. Die Mindestanzahl der Sitze pro Land beträgt 6 und die Höchstzahl 96. Das kleinste Mitgliedsland der EU, Malta, bekommt deshalb nur 6 Sitze. Auf der anderen Seite hat Deutschland mit 96 Abgeordneten die meisten. Dazwischen liegt beispielsweise Polen mit 53 Sitzen. Nach der Wahl gruppieren sich die Abgeordneten des Europäischen Parlaments nicht nach Nationalität, sondern nach politischer Zugehörigkeit. Die meisten werden dementsprechend in Fraktionen sitzen. Aktuell gibt es 7 verschiedene Fraktionen im Europäischen Parlament. Die Fraktionen der Europäischen Volkspartei und der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten sind die größten Fraktionen im Parlament. Es folgen die liberale Fraktion Renew Europe und die Fraktion der Grünen, die Europäische Freie Allianz. Die EKR und die ID sind Fraktionen, die dem rechten politischen Spektrum zuzuordnen sind. Auf der Grundlage der Wahlergebnisse verhandeln die Fraktionen die Spitzenpositionen in der Europäischen Union. Der Präsident oder die Präsidentin des Europäischen Parlaments wird von den Abgeordneten direkt gewählt. Sie müssen zudem auch den Präsidenten oder die Präsidentin der Kommission und die Kommissare bestätigen. Aber das Wichtigste zuerst, die Wahlen. Erst wenn am Sonntag europaweit alle Wahllokale geschlossen sind, werden die ersten Ergebnisse veröffentlicht, über die wir dann natürlich auch hier bei Euronews informieren und sie besprechen werden.